Oh, und herzlich willkommen im dritter Tag im Osterwunder, dem aktuellen 50% Event. Mr. Rabbits Herausforderung. Heute Tagesherausforderung. Kuriositätenliebhaber. Ausrüstung verbessern. Schießbude. Und im Königreichskonflikt die Angriffsetappe mit dem üblichen Wächtergedöns. Den Punkten fürs Besiegen von Bedrohungen und von roten Wächtercamps. Den neuen Bedrohungen bis 105 am meisten Punkte geben, wenn man die fokussiert. Am meisten aus der Ausdauer raus. Wir fangen mal an mit Max aus Schießbude und entwickeln. Kommen wir erstmal mit der Luftschiff teilen. Da bräuchten wir beiden Sachen noch ordentlich Materialien. Blub. Sieht gut aus. Für immer 300 als Zielmarke, um die Geschichte auszureizen. 50 für jedes Segment. Hier können wir schon nach dem zweiten stoppen, da ist schon der dritte gedroppt. Durchziehen. Bleiben jetzt also nochmal. Zack. Kuriositäten. Da haben wir hier noch 10 von den Fächer-Kuriositäten-Handbüchern, da eins freizuschalten. Gönnen wir uns mal schon mal dann in der Glücksei-Boutique. Das ist die Kupferessenz, Ebenholzessenz aus den Gradesvorräten. Nehmen wir auch gerne mit. Das ist die Frage, was wir verbessern. Die Truppensachen. Durch Armee 6,6, ansonsten sind wir 8.900. Ist also 1.000. Werden auch nochmal ein schönes Plus erstellen, ausrüsten, bessern, Schichte zerlegen. Ja, Punkte technisch gelandet sind. Zwei, eins, zwei, fünf. Wollen dahinter minus die 90, 12, 5, 3, 0, 0, 0, die wir schon haben. Wir also noch knapp 31 Milliarden übrig. Genau, und hier der Witzener, beziehungsweise eigentlich kann ich den hier auch herstellen und stellen, ausrüsten, einmal verbessern, alte Geschichte zerlegen.
Wasserschlauch von Egon. Damit sind wir mit den Kuriositäten schon mal durch. Gucken aber noch, was wir da gebrauchen können, hier sich weiter abzugraden. Boah. Schwarzdingsflamme. Ah, das sah schon gut aus. Sieht auch halbwegs gut aus. Nehmen wir den. Zack, 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 zack. Die üblichen 6-mal. Dreimal. 2-mal. Als nächstes die Waffenkammer. Ja. Da überhaupt Phase. Ja, bei den Stiefeln haben wir. Die Kette haben wir. Also Rollen haben wir noch genug. Nur Materialien sind ein bisschen mau. Gruß an Dennis.9327 für den netten Kommentar. Wenn Stahl zu wenig ist, kann man hier auch einfach verwenden, alle Stahlgegenstände aus deinem Inventar. Anwenden klicken. Und zack, voll ist die Kiste. So, Schuhe. Den Orden könnten wir mehrmals. Den Ring. Uns aber Stahl und das Purpurgold. Gucken wir mal, wo wir punktetechnisch überhaupt landen. Schuhe 5213332220. Ring plus 6. 3023 und hiermit plus 5068 sind wir bei 149. Du, 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 du. Plötzlich sind wir hier irgendwo im Nirvana zwischen den beiden Schritten. Das ist ein bisschen toller geregelt. So eine doofe Konstellation. 108 fehlt uns noch einiges. Oh. Das ist doch doof. In der Schritt davor aus, da habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Hihihi. 75. Ach, das ist doch Käse. Ja, entweder die 3 jetzt.
Ich leider ein bisschen weit weg. Das wird echt teuer. Ich dann eh noch mal Stahl. Könnte jetzt auf Glück gehen und versuchen, noch eine Rolle hiervon zu bekommen. Das wird nichts helfen. Der Helm mit den Stiefeln, das wird Sinn machen. Habe ich aber beim nächsten Mal wieder ein ähnliches Problem. Günstigste Variante wäre jetzt das hier. Da kommen wir auf 96 Milliarden. Verschenken wir aber auch gut Punkte. Oh, oh, sollte mal runtergucken. 85, nee, das geht hier. Ja, man kann auch einfach mal checken, was Sache ist. 85. Wenn also hier die günstigsten bei 96. Ja, ist nicht ganz so hoher Verlust und wir haben noch was fürs nächste Mal. Also. Sind Stahl fürs nächste Mal und Rohpogold können wir uns ja notfalls kaufen. Ab in die Schießbude. Ausrüstung aktualisieren. Okay, das wäre ein bisschen sehr viel Stahl. Das ist ein bisschen sehr viel Rohpogold. Dann probieren wir es doch damit. Kammer, Boing. Jetzt fehlt uns noch 16,71 vom Purpurgold minus die 12,29. Jetzt wo? Komma 4,2 geteilt durch 0,7. Und wir bei 7, 7 mal das Gold. Sind wir heute Ausrüstung durch. Jetzt sind hier noch die Runenpunkte. Zack, zack, zack. Können Ausrüstung schon mal einfordern. Zwölf Milliarden geschenkt. Besser als die 25 bei der anderen Version, hätte 120 mehr gegeben, aber so ist noch genug zum Verpulvern für Sonntag wahrscheinlich, wenn die Waffen wiederkommen. Bei den Edelsteinen können wir Sonnenherzen am dringendsten gebrauchen. Gibt es leider nur die Edelsteinhaufen oder die Sonnenherzen. Oh, hier die Sonnenherzen nach dem zweiten. Zweiten Versuch schon.
Das ist doof. Hier gibt es keine Sonnenherzen. So, dann haben wir noch die Wächterwaffen. Da können wir dann weitere herstellen. Und ja, können wir eigentlich schon voll auf Mediterranes gehen. Ein bisschen Lava-Christna. Gehen wir voll auf Mediterranes. Denn nach der Herstellung. So. Siebzehn, siebenundzwanzig, schon mal Step 4, beziehungsweise der zweite einer verfrüht. Das heißt, einmal können wir noch. Dann haben wir noch die Gebäudewappen. Da Handwerksmaterial am sinnvollsten. Und damit sollten wir damit auch durch sein. Okay. Zum Wächtergedöns. Da haben wir Graf Ochefor, dem Upgrade beim Sternlevel. Den Gerhard Müller haben wir uns aufgehoben. Der D'Artagnan. Gerhard Müller können wir eigentlich gucken, ob wir hier noch im Inventar. Ist er jetzt mit dem neuen Wächter? Nee, das reicht wohl nicht. Dann, wenn wir schon dabei sind, können wir den Dr. Faust ein bisschen pimpen. Bring die Geschichte mal. Die Lila nehmen alle auf. Alle Sterne, deswegen brauche ich da jetzt nicht zu gucken. Über ich mal lieber nicht. Ansonsten nicht verkehrt, einfach zu gucken, wie man gemaxt hat, entsprechend verheizen kann. Nehmen wir den Heinrich zum Freischalten. Zack. Ja, Wächterkonstellation, wie gesagt, in dem Update-Nachrichten war ein besonderes Event angekündigt mit reduzierten Sternflockenkosten.
Deswegen halte ich mich hier jetzt mal zurück und gebe auf dem Farm noch ein bisschen Gas, damit wir hier noch ein paar Punkte mehr zusammenkriegen. Rangliste, ich mit diesem Account auf der 3, ich Sunshine auf der 6 und mit dem englischsprachigen Account der 10, 11. So, gucken wir mal, was der Tag noch so bringt. Das war's erstmal soweit. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye.